The fuck? Was soll ich tun? Na egal, na ja, Hälse, da sind wir auch mal wieder bei einer weiteren Stunde Runde Duna-Tests in die Horror-Quatsch. Und diesmal weder am PC noch irgendwo an der Konsole, sondern ein Smartphone-Game. Denn vor ein oder zwei Tagen kam endlich Alien Blackout raus, worauf wir alle gewartet haben. Juhu. Und wir starten einfach mal das Spiel. Ich nehme mit unsere drei, weil ich habe hier gestern mal drei, vier Minuten reingeguckt in das Spiel. Um zu schauen, ob das überhaupt läuft, wie es läuft und so weiter und so fort. Und wir starten einfach ein neues Spiel. Und sind gespannt, was uns erwartet. Vorausschauend gesagt, es ist ein FNAF-Klon. Ja. Was ist nur aus Alien Isolation geworden? Dass der Nachfolger ein scheiß FNAF-Klon sein muss. Oh, mit Sprachausgabe. It is deadly. Repeat, deadly. Das knüpft nahtlos an Alien Isolation an, ne? Das dürft ihr nicht vergessen, es ist wirklich der Nachfolger. Und ich frag mich, wie die auf die Idee kam, den Nachfolger von einem so bekannten und großen Spiel im Horrorsektor fürs Smartphone rauszubringen. Und dann noch als FNAF-Klon. Ich frag mich, was man da... Aber egal, vielleicht ist es ja gar nicht so schlecht. Wir gucken einfach mal rein. Ich bin gespannt. USCSS Halden S-Class Commercial Shuttle Wayland Yutani. Crew 2. Passengers 2. Course interrupted. Wir können also nicht weiterfliegen. Die Sequenzen sind immerhin ganz nett gemacht. Das ist halt so typisch Alien, wie man es kennt. Ja. Kann man sich wohl mal angucken. Okay, wir sollen hier draufklicken. Korridor, Kontrollraum, Eingang. Ah, da sind sie ja, die Leute. Ja moin, was geht denn bei euch? Yes, finally. Hello, this is Amanda Ripley. Can you hear me? I am Executive Director Naoko Yutani. We have... Not so loud. We are all in danger. Oh! Wenn man draufklickt. Ach du Scheiße. Man muss also so jetzt die Türen zumachen oder was? Hier ist so helfbar von den Leuten oder wie ist das? What the hell was that thing? Didn't you get my transmission? This place is a death trap. There were no transmissions. The station mainframe cleared us to dock for repairs. I'm Studwick, the engineer. And yeah, the shuttle can't go half a day without the fresh set of scrubbers. Side note. I fly the Halden. And I'll fly you out of here if you get those parts. You got yourself a deal. There's an engineering bay close by. You should find some spares there. I'm opening the door now. Die Tür hier oder was? Oder muss ich auf die Karte klicken? Okay, ach, da hinten. Okay, zack. Zeitdorn, Studwick, fetch the parts, please. I will stay in the shuttle with Thorncroft. Wir können also hier noch weiterhin die Dinge angucken. I'm afraid we're also on the clock here. Thanks to trigger-happy security, the grid was damaged. I've wired up some solar panels, but their output is limited. They're only good for 8 minutes. Und so haben wir eine Kartenansicht. So let's make them count. What do we do, Ripley? Take a left to that control room, then bypass the lockdown and get to engineering. Ah, hier müssen wir also, wir können die Leute quasi in gewisse Räume steuern lassen. Die beiden sind jetzt unterwegs. Können wir da irgendwas machen? Ach, man kann hier stoppen, sagen, dass sie verstecken sollen. Das ist ja mal interessant. Ein bisschen friemelig dann wahrscheinlich, weil wir sehr viele Menüpunkte anklicken müssen. I'm disengaging the lockdown. Where do you folks hold up? Ripley? It's just me now, and I'm in the ducks, using a maintenance access point. Everyone else is dead. Oh, Christ almighty. Okay. The pods were launched prematurely. Some may have made it. I don't really know. The door should open now. Careful now, it's fast. So, what the hell is it? An alien organism. It lives to kill. A station of this size, devastated by a single entity? Seems unlikely, no matter how ferocious it is. Panic did most of the work, but don't underestimate this thing. I've seen it do worse. Wait, you've seen it somewhere else? A
I've encountered these creatures before, and I'm still having nightmares. Ever hear of Sevastopol Station? Yes. There was an accidental detonation, as it was being decommissioned. Accidental, my ass. Glaubt, der gelbe Punkt sind wir. Die labern ganz schön viel. Ich würde gerne mal wieder ein bisschen mich unterhalten mit euch. Also im Endeffekt haben wir viel mehrere Menüpunkte. Wir können einmal die Kameras angucken. Wir können einmal die Karte angucken. Wir haben die Punkte hier. Dann haben wir noch verschiedene Geräte und Bewegungssensoren, nur verfügbare Energie. Das wird alles ein bisschen eng, aber... Ja, es ist im Prinzip FNAF, nur mit sehr vielen Menüpunkten. Mach ich, Jürgen. Nur für dich. We can track them down. All the service orders can be accessed from the administrative hub. You'll be needing my credentials then. Thorncroft. There's a door right next to the docking lounge. But the others should return to the shuttle first. Got it. Wo ist es? I hear it coming. Ich muss unten klicken. The fuck? Was soll ich tun? Klicken, achso, klicken. Oh! Okay. Ripley! Hey, Ripley! Are you okay? Don't shout. Ich kann mich hier sogar umgucken. I had to route all the energy to the duct access. Interessant. It'll come back soon. I'm trying to keep a fix on it with the cameras and the motion trackers. But I've only got this small portable unit hooked up to an access point. Also hier sind diese Lüftungsschächte und der gelbe Punkt sind wir. Ich rede jetzt einfach mal drüber. What are you doing? Das kann ich mir zumindest so denken. Kurz meinen Mantel wieder hier ein bisschen zumachen. Fahrt für Saito zeichnen. Ach, ich kann sie malen. Ach, man kann sogar richtig sagen, wo die lang... Lel, Alter. Dann male ich mal einfach, weil die da hingehen sollen. Kann ich deinen Fahrt auch zeichnen? Ja, perfekt. Du gehst da lang, nicht da oben. Wäre doch voll der Umweg. Jetzt geht er auch noch zurück. Nicht rennen. Man kann also auch sagen, Beeilung, also rennen. Man kann sagen, halt, stehen bleiben oder er soll sich verstecken. Das wird ganz schön das Micromanagement, Leute. Man muss die Karten beobachten, man muss die Kameras beobachten. Weil da sehe ich jetzt ihn langlaufen, gucken, ob hier irgendwas langgerannt kommt, um schnellstmöglich eine Tür zuzumachen. Oder kann ich hier auch an der Karte zumachen? Hier sind doch Türen, oder? Ach, guck mal, schau, ich kann die sogar an der Karte zumachen. Das ist natürlich interessant, das erleichtert es wahrscheinlich ein bisschen. Hoffentlich. Und ab und zu muss ich halt auch hier gucken, ob da nicht irgendwas kommt. Wahrscheinlich kann ich irgendwie... Oh, was? Habe ich ihn getötet? Jetzt habe ich es gar nicht gesehen. Ist er jetzt, hätte ich ihn aufhalten können? Ich hab ihn sterben lassen. Passiert. Ich würde gerne irgendwie, wenn es mehr Kameras gäbe. Oh fuck. Und jetzt mach ich es mal. Geh doch mal da rein! Geh da rein! Head that way. Geh da! Hallo? Mädel! Bist du geistig zurückgeblieben? Geh da! Ich hab dir gerade einen Weg gemalt! Amanda! Beruhig dich! Versteck dich! Hide. Hallo? Ist die irgendwie ein bisschen... Guck doch mal, was ist falsch mit dir? So, ich mal jetzt nochmal einen Weg. Go there. Jetzt gehen wir da runter, bitte. Okay, ich mach die Tür wieder auf. Das war eine ganz dumme Idee. Das war eine ganz dumme Idee. Die hat sich aber nicht bewegt. Na gut. Starte ich nochmal neu. Ja. Es fängt das ganze Kapitel vorne an. Ich werde hier mal ein bisschen vorspulen. So, jetzt zeichnen wir den Pfad wieder für sie.
und führen sie einfach direkt in den Raum rein. Diesmal auch für sie. Und ihn werden wir auch ebenfalls in den Raum reinlenken. Und vielleicht schafft er es ja diesmal. Das heißt, ich werde jetzt die Gänge hier beobachten. Ich habe jetzt festgestellt, dass man hier rechts auch nämlich die Kameras benutzen kann. Aber ich sehe halt nichts. Die Kameras sind sehr, sehr, sehr spärlich gestaltet. Man hat halt wirklich wenig Kameras zur Auswahl, muss ich sagen. Ich mache hier einfach die Tür zu. Vielleicht kommt das Vieh ja dann nicht. Ich habe keinen Plan. Ansonsten versuche ich es mal über die Kamera hier einfach und sehe dann vielleicht ihn. Also gucke ich bei ihr, das war im Wartungsbereich, genau. Ne, die war im Kontrollraum, genau, da läuft sie lang. Und er ist im Korridor 2. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Das bringt nichts, das bringt nichts. Renn schneller, renn schneller, renn schneller. Flupp, geh doch durch. Der hat es nicht geschafft. Der schafft es scheinbar nie. Da kann man nicht viel machen. Sind die Türen nicht alle zu? Saito. Okay. Ich mach die Tür mal wieder auf. Genauso wie die. Guck mich mal in Ruhe um. Da ist es jetzt hin. Okay, sie kann raus. Sie kommt von alleine raus, das ist gut. Es ist hier, da wo keine Kamera ist, ist scheinbar das Vieh irgendwie. Da ist nämlich der Bewegungssensor. Der Alarm schlägt. Ach guck mal, ich kann Bewegungssensoren verteilen. Das ist ja interessant. Dann sehe ich wenigstens, wo das Vieh ist. Hab zwar nur wenig verfügbare Energie, aber das wird reichen für ein paar Türen. Auch mal interessant. Auch mal ordentlich interessant auf jeden Fall. Ich kann also den Bewegungssensor da hinten ausmachen. Beziehungsweise den in der Ecke. Ich lasse mal den noch mit an. Obwohl, ist Quatsch. So, jetzt mache ich den hier erstmal. Okay. Ich verstehe langsam so ein bisschen die Grundlage des Spiels. Alles klar, ich habe halt FNAF nie wirklich intensiv gespielt, muss ich dazu sagen. So. Thorncraft, shall we then? Yes, Monsieur Tony. So, wo müssen die jetzt hin? Das ist jetzt meine Hauptfrage. Ich sehe das Vieh aber auch nirgends. Ich mach mal die Bewegungssensoren wieder an. Damit ich weiß, wo ich die hinlenken soll. Und ich mach vielleicht die Türen zu. Da kann das Vieh hier nämlich nicht mehr rein. Fürs Erste. Das ist mir gerade doch ein bisschen lieber als der ganze Rest. Huhuhu. Okay. Micromanagement at its best, Alter. Das ist natürlich schwierig, aber so kriegt man es auch hin. The admin hub isn't too far, but I'll need to move to a new access point. I'll let you know once I'm connected again. Before you go, tell me. Have you worked here for long? The crew pulled me out of a bad situation and brought me here, actually. But when I came out of hypersleep, most of them were already dead. Did you know what they had cooking here? Are you suggesting Weyland Yutani created that creature? No. But this one was born here, all right. We can talk about it after. For now, let's chatter. Ah! Level geschafft! Und eine neue Crew begeben sich zum Verwaltungshub, um herauszufinden, wo die Filter hingebracht wurden. Fortsetzen. Ob jetzt die Map sich verändert, werden wir gleich feststellen. Ja, sie hat sich verändert. Und zwar einiges. Alter. Egal, ich würde sagen, an der Stelle erstmal mache ich... Opa, das wollte ich eigentlich nicht. Kann ich hier irgendwie auf irgendwas drücken? Spiel fortsetzen, Level neu starten, Option. Ja, an der Stelle würde ich erstmal sagen, es hat mir gereicht, um einen ersten Einblick zu gewinnen. Ich hoffe, euch hat das auch hier bis hierhin gefallen. Und wir werden... auf jeden Fall mal weiterspielen, weil ich mich doch ein bisschen, ja, es ist zwar fnaffig, aber es hat wenigstens nette Animationen und Grafiken und ist nicht ganz so comic-lastig. Also, FNAF war ja auch kein Comic, aber FNAF hat mich nicht ganz so krass gegruselt. Alien ist schon ein bisschen besser, aber es ist halt ein Handy-Game und kostet 5,60 Euro, 70 im Dings irgendwie. Muss man nicht haben, muss ich sagen. Wie dem auch sei, ich wünsche euch auf jeden Fall noch viel Spaß bei weiteren Videos oder auch bei anderen Leuten. Egal, wir sehen uns dann auf deiner Fight. Auf Wiedersehen. Tschüssikowski. Blablabla.